Die Grünen haben zwei Fehler gemacht. Erstens, sie haben die Homöopathie-Debatte verschoben und zweitens, sie haben mich reingelassen. Ich bin aus der Zukunft gekommen heute und habe die Homöopathie-Debatte dabei. Wie schön. Überraschend viele bei den Grünen finden also Mittelchen gut, deren Wirksamkeit nicht belegt ist und die nur einen Placebo-Effekt beinhalten. Müssten die dann das Klimapaket der Bundesregierung nicht auch gut finden? Nee, gar nicht. Also auch ein Placebo-Effekt ist ja ein Effekt. Wer heilt, hat recht, ist meine Meinung. Es funktioniert einfach. Wie viel hat Ihnen die Homöopathie-Lobby bezahlt? Die Homöopathie-Lobby, glaube ich, gibt es einfach nicht. Es gibt eine starke Lobby gegen die Homöopathie aus meiner Sicht. Sie glauben dran? Ich glaube nicht dran, es funktioniert einfach. Also ich persönlich glaube überhaupt nicht dran. Ich bin selber Naturwissenschaftler. Ich glaube nicht dran, aber es funktioniert trotzdem. Aber wenn ich nicht dran glaube. Ja. Was sollte die Krankenkasse noch finanzieren? Ein Schornsteinfeger für jeden zum Anfassen? Nee. Hufeisen? Nee. Aber wenn ich dran glaube, dass es Glück bringt? Darf ich mal ganz genau anschauen, was ist das? Ja, das ist Wurzelmark der falschen Karte, das kennt man ja. Dann mach mal die Hände auf, ich habe für alle Globuli dabei. Ja. Globuli-Partei hier. Auf jeden Fall. Ich habe eine Idee, wenn Sie den Streit in die Grünen tragen wollen, dann treten Sie jetzt den Grünen bei und dann streiten wir uns. Ja, aber gegen dieses Angebot nehme ich Globuli. Ach, ich dachte, die helfen nichts. Da schon. Aber gestritten wird doch immer noch. Also hier hinten geht es doch noch ab, oder? Aber können wir den Klimawandel nicht einfach auch verschieben? Wäre cool. Also ich würde nur sagen, wir schieben einfach mal an und schieben die Erde einfach ein paar Zentimeter weg und dann wird es auch kühler. Ja, gegen schlechte Witze habe ich übrigens auch Globuli dabei. Ja. Das ist auch cool. Ja. Willst du ein paar? Ja, klar. Also da ist nichts verschoben. Bei uns wird nichts. Also wird gekehrt, wie Sie es gehört, dass es ordentlich aussieht, aber nichts. Das Thema wird zur Seite gekehrt. Das wird jetzt erstmal in die richtigen Räume gebracht, um zu diskutieren und dann kommt es in die Räume, die außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden. Muss man denn überhaupt diskutieren bei etwas, wo es wissenschaftlich erwiesen ist, dass es über den Placebo-Effekt hinaus nichts bringt? Entweder ist man die Partei der Wissenschaft oder nicht. Natürlich sind wir die Wissenschaft, aber es gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. Ja toll, das sagt die AfD beim Thema Klima auch, dass es so eine Wissenschaft gibt und so eine Wissenschaft. Ey, kein Vergleich mit der AfD. Das ist so Lichtjahre von uns weg. Das ist ganz geiles Zeug. Ich sag mal so, Volker Beck war es zu krass. Echt? Jetzt interessiert? Nein, nein. Also meine Drogenzeit habe ich in der Jugend hinter mich gebracht. Es war eine sehr intensive und gute Erfahrung. Das hat mich auch weitergebracht. Glauben Sie denn vielleicht an Heilsteine? Oh ja, man muss sie nur fest genug werfen. Da sieht man doch noch die alten Grünen hervorkommen. Ja, na klar, Stadtbahn West. Wo sind die guten alten Zeiten denn? Ich meine, früher, da hatte ich noch Angst vor Ihnen. Echt? Ja. Sie lügen. Wann ist aus dem Tiger ein Kätzchen geworden? Das passiert immer so mit der Zeit. Ja, leck mich am Arsch, ist das hier eine Harmoniesoße? Ich gehe jetzt zur Kühners und frage, ob sie noch Drogen von früher hat, die so richtig ballern. Was willst du denn?